Alles klar, willkommen zurück zu Resident Evil 2 im Klärszenario Nummer B. Und dieses Mal bin ich nicht alleine. Genau, denn dabei ist der Life Force alias T-Life. Hallo zusammen. Ein weiterer Capcom-Spieler, nur spielt er momentan ein anderes Game von Capcom. Und zwar nennt sich das ein etwas moderneres. Genau, nämlich Haunting Ground. Genau. Ja, für die, die es nicht kennen, kann ich aber kurz erklären. Haunting Ground ist eigentlich ein reines Survival-Game, wenn man das mal so betrachten möchte. Horror-Survival-Game, um genau zu sein. Und in dem Spiel geht es halt darum, um es mal so im Kurzen und Ganzen zu sagen, dass man versuchen muss, in einem gruseligen, ja nennen wir es mal, Schloss zu überleben und Geheimnisse zu finden. Wie genau das funktioniert, könnt ihr auch auf meinem Kanal finden, falls euch das interessieren sollte. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen und euch dieses Let's Play ansehen. Lohnt sich auf jeden Fall. Sehr amüsant. So, im letzten Part haben wir mehrmals Mr. X getroffen. Dreimal. Auch ein Capcom-Mutant. So, aber jetzt kommt das zweite Problem. Jetzt kommt nämlich noch Nummer 2 an Mutanten ins Spiel. Und der wird schon nicht mehr ganz so einfach sein wie der andere. Ich weiß, ich habe ihn damals beim ersten Run, das war auf Easy noch. Da habe ich damals nur eine Armbrust gehabt, weiß auch nicht warum. Okay. Irgendwie down bekommen und jetzt habe ich den Granatenwerfer. Jetzt muss das theoretisch ein bisschen besser laufen. Dieses Mal ist es der Normal Mode. Das ist dieses Mal anders. Und mal schauen, wie wir uns dieses Mal schlagen. Du Mit siehst den ja. Mutzen haben wir ja genug dabei, ne? Ja, aber du siehst Oh! ja. Das war überhaupt nicht knapp. Du siehst ja Das so ist der Rest leicht. von Irons. Dein Ja, der Körper fährt. Police Chief sieht übel mitgenommen aus. Wir werden gleich sehen, was den Typen so zerflettert hat. Lecker. Was ich eben sagen wollte, dein Charakter sieht ja aber auch nicht gerade ganz gut aus. Nee. Scheint ein bisschen an Energie verloren zu haben. Oh! Ja, das ist Brocken. Oh fuck, und der wird mir die Fresse hauen. Ja, und da mutiert er auch schon. Oh mein fucking Gott. Einer meiner Capcom-Hasscharaktere, Brocken. Oh Scheiße, ich hoffe, das kriege ich jetzt hin, denn ich glaube, mit der Stange haut er mir auch nicht mal auf die Fresse. Ach, steh auf. Der Oh, hat der haut gesessen. mir richtig auf die Fresse damit. Okay, merken wir uns, Stange nicht gut. Sie sind Stange tot. gar nicht gut. Der hat auf jeden Fall seinen Spaß. Scheiß Frauenschläger. Kann doch nicht wahr sein. Der hat sich auch so gedacht, so. Er macht mir aggressiv. Der hat sich so echt gedacht, so nach dem Motto. Hallo, ich bin gekommen, um dich zu holen. Du kleiner Sack, komm her und ich vermöbel dich. Ja, da hat's ja Capcom gerne mal mit solchen Charakteren. Und das Spiel ist ja schon ein paar Jährchen älter als Hunting Ground. Ist das, glaube ich? Ist für die PlayStation 1? Das ist noch PlayStation 1. Ja, Da dann war ist Resident das. Evil noch Resident Evil, sag ich mal. Ja, Resi 2 ist halt früher rausgekommen. Ha Haunting Ground kam erst später. Ja, die erste Hürde. Und der ganze Spaß geht wieder von vorne los. Ja, denn hier musste man noch Farbbänder benutzen. Später konnte man speichern, so viel man halt wollte. Glaube, ab Teil 4 war das möglich. Hast Und du das war eigentlich noch keine. die Zeit der Farbbänder. Okay. Hast du eigentlich keine Heil-Items oder so? Die habe ich ja, aber ich bin überlegen, sie mir ein bisschen einzuteilen.
Du solltest lieber dich einmal füllen. Nicht, dass es normal passiert, so jedem gerade. Wäre eine Idee. Wäre auf jeden Fall besser. Ich denke, das könnte ich mal versuchen. Das wäre zumindest nicht verkehrt. Im Normal Mode ist das ja recht vorteilhaft, sich das ein bisschen einzuteilen. Klar, ist richtig, aber in deinem Zustand, du hast ja gesehen, er hat zwei Schläge gebraucht, bumm, warst du weg vom Fenster. Ja, man merkt, dass Mr. X mir auch schon die Fresse gehauen hat vorher und jetzt kam der Typ auch noch. Ich fand die Pfeile auf der Armbrust mal früh nutzlos. Eigentlich eine Kackwaffe. Aber jetzt hilft's mir ein bisschen. Ich denke mal ein paar Pfeile, ein paar Granaten. Ich hoffe, das reicht, weil es ist die fetteste Mutze, die ich gerade zur Verfügung habe. Da kann ich nur zu sagen, Kappe rum, Kappe rum. Ich muss sagen, verdient hat er es ja. Denn der Chief ist ein richtiges Dreckschwein. Na, ich von kann der Polizei. Sagen, ich kann es ja nicht sagen, ich habe das ja nicht gesehen, leider. Also Resi 2 kenne ich auch in dem Sinne nicht. Er hat Umbrella so ziemlich unterstützt. Deswegen hat das in meinen Augen auch verdient. Zu sterben? Ja. Okay. Ja, die Cutscene kann ich glaube ich nicht wegklicken. Die ist vorgegeben. Das ist der Vorteil bei Haunting Ground. Ja, das haben sie später ein bisschen verbessert. Das finde ich nämlich gut, da kann man nämlich die Cutscene auch wegskippen. Wenn ich an ihm vorbei könnte, könnte ich schon von hinten ein bisschen anschießen. Lock ihn an die Ecke, dann müsstest du durchkommen. Geht doch. Der braucht zum Glück einen Moment immer, um zu schlagen. Ich sehe schon, jetzt sind die Pfeile alle, jetzt muss ich mir noch einen fallen lassen. Jetzt gibt's richtig auf der Mutze. Hast ja noch genügend Energie. So, jetzt rappelt's. Da kommt er. Jetzt rappelt's im Karton. Was war das denn gerade? Nein, 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 aufsteh. Steh auf. Ja. Hat er mich gerade getroffen? Das würde ich auch gerne wissen. Fall um. Uff. Ja, und du läufst auch. Steh auf. Du läufst doch noch genau rein. Hä? Hat das schon gereicht? Ist der da gerade ernsthaft runtergefallen? Okay. Ja, Leute, das hat anscheinend gereicht für den Typen. Ja, der Typ ist gerade. Hat sich gerade verpisst. Goll. Folgt mir Cherry oder? I keep on falling. Plumps. Mal gucken, ob mir Cherry jetzt folgt oder ob ich sie erstmal holen muss. Aber ich denke mal. Ne, eigentlich müsste automatisch folgen, weil. Ohne Cherry Birkin können wir ja nicht abhauen. Das ist. Ohne Scheiß. Das ist die Tochter von dem Typen gerade. Ohne Scheiß. So eine Kanone hätte ich auch gerne mal. Übrigens, das Game hier war damals auf dem Index wegen einer Kleinigkeit. Und zwar konnte man das kleine Mädchen, was man gleich sehen wird, die gute Sherry, war ja die Tochter von dem Typen vorhin. Die Mutter ist noch halbwegs normal. Die trifft man im Leon-Szenario. Okay. Und dieses Mädchen konnte man steuern. Und zwar durchs Klärwerk. Und was ist im Klärwerk natürlich? Richtig, auch dort sind Zombies. Und wie es halt so ist, konnten diese Zombies. Okay, man muss hier zurück. Was solltest du eben sagen? Na, war gerade ein Cutscene, deswegen. Achso. Out of town.
Ich glaube, man merkt so eine kleine Beschützerrolle hier von Claire für die kleine Sherry. Ja, ist ja klar, das Kind in der Zombie-Stadt zurückzulassen. Ich glaube, wenn du das Ende dir irgendwie freischaltest, dann hast du Millionen von Hatern auf deiner Seite, weil das kannst du nicht springen. Okay. Ja, jedenfalls, was ich sagen wollte, man kann das Kind steuern. Im Klärwerk waren Zombies. Und ja, wie es halt so war, die Zombies kotzen. Das war die leichteste Ausweichmethode. Aber das heißt auch, dass man getroffen wird. Das bedeutet auch, dass das Kind sterben kann. Und deswegen war das Spiel auf dem Index. Also, man muss ja mal, also auch wenn es jetzt wirklich krass klingt. Und versteht mich jetzt bitte da nicht falsch, liebe Leute, ne? Aber wegen so einer Sache, ich meine, Kinder, klar, die möchte man beschützen wie ein Gold, wie ein Augapfel, ne? Gar keine Frage. Aber wegen sowas, sag ich jetzt mal, das Spiel zu indizieren, das finde ich ein bisschen, ja, generell finde ich Zensierung schwachsinnig, muss ich ganz ehrlich sagen. Dead Rising, Condemned, wie sie alle heißen, die schönen Spiele alle zensiert, das ist schon eine Sauerei. Und wie gesagt, auch wenn das krass jetzt klingt, aber generell finde ich das einfach schwachsinnig. Auch wenn das Kind dadurch halt wirklich ja sterben kann, das trotzdem... Und? Hallo, Mr. X. Den habe ich jetzt schon dreimal letzten Part geplättet. Noch ist er recht human, aber wenn er erstmal sein Mantel abschmeißt, ist Schluss mit lustig. Okay. Übrigens, keine Sorge, das Kind, ist noch am Leben. Das wäre sonst zu brutal. Nein. Irgendwas hat sie gerade weggeschnappt. Okay. Da müssen wir jetzt gleich mal checken, was das gewesen ist, weil können wir nicht so zulassen. Dann kann ich ja wenigstens noch kurz meinen Satz zu Ende bringen. Ja, das kannst du. Ich wollte nämlich eben gerade sagen, also auch wenn es in dem Sinne brutal ist, finde ich trotzdem, dass sie das nicht hätten machen müssen mit dem... mit der Indizierung. Also dass es auf dem Index gelandet ist. Ist... meine persönliche Meinung. Jetzt wollen sie einen Remix im zweiten Teil rausbringen. Irgendwann. Da bin ich drauf gespannt. Mal sehen, wie schnell das wieder auf dem... mal sehen, ob das auch auf dem Index überhaupt landet. Da haben wir eine Feier. Was steht denn drauf? Fax des Clearwerk Managers. Belegungsliste für die angeschlossene Einrichtung. Am jeweils ersten und dritten Mittwoch jedes Monats wird die Wartungschefin Angelica Margaret die Einrichtung benutzen. Achten Sie darauf, dass der Feuchtigkeitsgehalt der Luft zu senken, indem Sie den Ventilator einschalten, denn die Ausrüstung, die sie benutzt, ist sehr empfindlich gegen Wasserdampf. Am 28. jedes Monats wird der Chemie-Spediteur Don Weller die Einrichtung benutzen. Die Chemikalien, die er transportiert, sind extrem flüchtig. Daher sollten Sie auch mit extremer Vorsicht während des ganzen Transports behandelt werden. Am 3. und 16. jedes Monats besucht der Polizeichef Brian Irons die Einrichtung, um an regelmäßigen Treffen teilzunehmen, die in den Labors stattfinden. Am 4. Freitag jedes zweiten Monats wird William Broken in der Einrichtung ein Trainingsseminar für die Chicagoer Außenstelle von Umbrella Corporation abhalten. Da die Wahrscheinlichkeit eines Angriffs auf Dr. Broken sehr hoch sein wird, ergreifen sie alle denklichen Maßnahmen zum Schutz seines Lebens. Über alle anderen möglichen Besucher und ihre jeweiligen Ankunftszeiten werden sie rechtzeitig unterrichtet. Bringen Sie diese Person sicher an ihren Zielort. Wir erwarten von Ihnen immer nur das Beste. Charles Coleman, Staatssekretär, Umbrella Corporation. Gut, also der Birkin war anscheinend ein wichtiger Mann. Wie wir gerade gelesen haben. Und braucht deswegen besonderen Schutz. Ja, ist ja klar. Alle Umbrella-Mitarbeiter brauchen immer besonderen Schutz.
Ja, wäre auch nichts Besseres zu tun, ne? Kein Farbband, das gefällt mir nicht. Ich kümmere mich ans Gebrauchen. Gut, das ist auch nicht schlecht. Ein First Aid Spray. Das war damals noch das Beste, was du finden konntest. First Aid Sprays. Ja, erhöht schön die Lebenskraft. Erhöht voll die Lebenskraft. Da kann ich jetzt einmal Kräuter voll machen. Das gefällt mir auch. Ja, heutzutage sind ja die Kräuter nur noch Fressalien sozusagen für Energie. Ja, es sind, haben sie leider vereinzelt. Finde ich ein bisschen schade, dass man dann nicht mehr so mischen kann wie früher. Schon sehr bedauerlich. Ich glaube, im vierten Teil ging das sogar noch. Die haben eine ganze Menge verändert. Ich bin der Meinung, im vierten Teil habe ich, glaube ich, gesehen, dass das ging noch mit Mischen von Kräutern. Möglich, ja. Und Camtasia spinnt gerade drüben mit dem Ingame-Sound. Oder macht gerade komische Faxen. Das gefällt mir auch gerade irgendwie nicht, weil das beunruhigt mich gerade etwas, wenn ich gerade so den zum Laptop rüber schaue und ich sehe gerade wieder so einen komischen Kringel, wie es bei Camtasia so üblich ist. Mann, dieses Programm. Das macht mich manchmal wahnsinnig. Leute, ich werde hier mal einen kleinen Schnitt setzen. Ich muss gerade mal was prüfen, was da wieder am Laufen ist. Und ja, es geht im nächsten Part dann hier weiter. Bis demnächst. Bis gleich.